Moi? Okay. Nun, ich gehe. Ja, okay. Ja, tschüss. Gab's Wirtschaft. Gibt's was im Park jetzt? Sieht. Ach nein, hier geht einfach noch raus. Okay, gut. Wirtschaft. Oh, na schau mal einer an. Die Tür ist offen. Andererseits, ganz offensichtlich hält sich dort niemand auf. Ja dann, mach auf, Junge. Oh. Nachttisch? Nee. Nachttisch, nicht Nachttisch. Gott, diese Maus, die ja. Nachttisch, ich sehe kein zweites T. Seht ihr ein zweites T? Also ich nicht. Ein bisschen staubig. Ah, na gut, da liegt schon ein bisschen. Bett. Riecht ein wenig komisch, dieses Bett. Mmh. Ah. 3 Monate Hochsommerbettlaken ist doch dran. Ach. Das funktioniert. Na gut, dann. Oh, was? Laken. Was hat es mit diesem Fleck auf sich? Ich will's nicht wissen. Ich will's echt, ich will's nicht. Nimm mit. Oh Gott. Sieht man hier den Fleck? Ja, komm. Gönn dir. Oh, Schatz, Schatz. Uhuhuhu. Schatz. Ah, das ist kein Schatz, sondern Beute. Ah. Ein Schatz, ja. Und zwar überwiegend aus goldgelben Objekten. Eis. Es scheint ein Schatz zu sein. Darauf deuten die vielen Wertgegenstände hin. Cool. Schatz. Oh, hallo! Schatz! Wie geht's dir denn so? Schatz! War dein Tag gut? Schatz! Hast du mir was zu essen mitgebracht? Schatz! Ah, okay. Hey, kannst du mir einen Daumen rauf geben? Schatz! Okay, das war jetzt... Ich konnte nicht widerstehen. Ich finde sowas lustig. Seife. Was ist Seife? Warte mal, Seife. War das nicht von Final Fantasy 8 so ein Dude? Oh Gott, wie kriege ich dafür jetzt nicht auf den Sack? Hausordnung. Was steht denn hier? Wenn du das Bad benutzt, so denk bitte an unsere anderen Gäste und lass es sauber zurück. Wenn du Wasser aus dem Ankh verwendest, so vergiss nicht, vor dem Bad dein Testament an die Tür zu heften. Oha, ja, ist notiert. Spiegel. Was für ein groteskes Gemälde. War klar, dass irgendwann mal so dieser Gag kommt. Das funktioniert. Kann ich die Hausordnung mit? Das funktioniert nicht. Hier, komm, nimm mal Seife mit. Lass mal angucken. Seife aus dem Hahn? Der Fortschritt hält so manche Überraschung parat. Ja, nimm mit. Sicher, dass das Seife ist? Ich mein... Schatz! Ich muss mal! Seife aus dem Hahn? Nochmal. Schatz! Ich muss mal! Klingt vielversprechend. Das funktioniert nicht. Oh Gott, kann ich das irgendwie rausfiltern, dieses Schatz? Oh Mann. Okay. Kann ich das nicht ein... Ich kann... Was war hier? Schaumbad. Extra schaumig mit dem derzeit so populären Zitronenaroma. Ja, wenn dir das Leben Zitronen gibt, dann steht da plötzlich ein D. Ne? Warum stand da jetzt ein D? Kann ich das jetzt gleich hier... Das funktioniert nicht. Seife? Das funktioniert nicht. Dann eben nicht. Dann behalt das eben und dann... Keine Ahnung. Schatz!
Wasch dich! Ist hier noch irgendetwas? Halt! Ah, hier! Eau de Toilette. Ich hab's immer für ungesund gehalten, sich Toilettenwasser ins Gesicht zu spritzen. Ja, aber kein benutztes. Das funktioniert nicht. Ach, das nimmt der feine Herr nicht mit. Na gut. War hier noch Nachttisch. Das funktioniert. Okay. Ich dachte, der macht das auf. Guckt dann so rein. Geht's hier zufällig? Nein, okay. Geht's dann hier raus? Ist hier noch was? Nö. Okay. Ja. So. Ja, das war jetzt die Wirtschaft. Ich glaube, ich müsste sowieso generell nochmal alle Orte abfarmen. Nein, geht da lang. Ich laufe mal nochmal jeden Raum ab. Ja, komm. Schrank. Objekt. Mal sehen. Glatt, ungleichmäßig. Was könnte das wohl? Ja, nimm mit. Das funktioniert. Regale. Ah. Autsch. Ja, genau wie ich dachte. Es sind Regale. Ich finde es aber schön, wenn er auch so dieses R rollt. Es sind Regale. Ist hier sonst irgendetwas? Also nur Buch? Nee. Okay. Hier sind nur Regale. Ich hab dich zufällig. Ich mein, ich mich. Das funktioniert. Okay, bisschen Licht machen. Kleines Fass. Schraubenzieher. Okay, wofür brauche ich einen Schraubenzieher? Bibliothek waren wir ja gerade. Ist der Typ jetzt wieder da oder hat er jetzt gekündigt? Oh! Jetzt haben wir den Stärkemehl! Wie kommt das denn her? Stärkemehl hat mir nie viel bedeutet. Ja, es fehlt dir einfach an Mehl. Am Ende ist es gar kein Mehl, am Ende ist es einfach was ist das denn? Knallkörper. Körper? Feuerwerkskörper. Okay. Nimm mit. Ja, warum nicht? Lieber eine Banane im Inventar haben als Sprengstoff. Und ich habe beides. Warum habe ich jetzt? Das war der Speiseraum. Warte mal, kann ich jetzt vielleicht mit dem. Das klingt jetzt. Warte mal, kann ich hier vielleicht. Nee. Neugierig. Okay, das Feuer kann ich jetzt nicht anzünden. Also anzünden. Quatsch. Das Feuer benutzen, damit ich diese Knallkörper anzünden kann. Ich probiere das einfach mal. Nein, Rinsett, geh da rein. Geh in den Schrank. Rinsett, go in the dark room. Kann ich jetzt vielleicht? Das funktioniert. Komm, das zünd da an. Boah, du. Warte mal, Objekt. Das funktioniert. Ach, Mann, nimm doch einfach. Oder hier, nimm das ganze Fass. Das funktioniert. Das funktioniert. Ist doch fast so gut wie ein Streichholz. Brauchen wir eine Fackel?
Alter, was macht man mit den beiden Sachen, mit dem Frosch und dem Esel? Sowas sieht man nicht jeden Tag. Ein Esel aus purpurnem Plüschdingsbums. Ja. Warte mal. Kleines Fass und Sprengzeug. Was haben wir von dem von den Stadttoren? Von den beiden Wachen. Wo ja einer Karotte heißt und ein 1,90 großer Zwerg ist. Ich finde die Tatsache immer noch so geil. Ja, er ist ein Zwerg. Ein Zwerg? Der Typ ist 1,90. Und damit ist er der größte Zwerg. Habe ich hier irgendetwas übersehen? Offene Kiste. Knallkörper. Hey, das ist gefährlich. Jemand sollte die Burschen einsperren. Schießpulver. Hey, das ist gefährlich. Jemand sollte die Burschen einsperren. Was ist denn? Haben die nicht vielleicht Streichhölzer? Oder so? Ich weiß es nicht. Schönen Abend. Jetzt, Nobby, soll ich ihn verhaften? Weshalb? Vor Paragraph 7 und Abschnitt... Ah, das haben wir ja schon. Seid ihr? Wir sind die das hat's doch schon. Die Stadt war dem... Es dauert Wunder. Wir sind auf seltsame... Ja. Die Gegenstände... Du weißt... Was? Meine Güte, davon höre ich jetzt zum ersten Mal ganz bestimmt. Ja, später. Und das ist immer gut. Verstehe. Was machst du okay. hier? Ich verabschiede mich. Und ich gehe jetzt weiter, nicht? Ja, Entschuldigung. Ja, tut mir leid, wenn ich halt die Dialoge schnell skippe, aber... Erstens, wir kennen sie schon. Und zweitens, die geht viel zu lang. Das ist dann teilweise dann auch der Nachteil von dem Spiel. Es geht viel zu lang. Haben die hier nicht vielleicht... willst du vielleicht eine Zigarette? Das funktioniert. Okay. Willst du eine? Das funktioniert. Okay. Das funktioniert. Nein! Ich hab dich nicht selber in die Luft, du Idiot. Das funktioniert. Kleines Fass mit. Das funktioniert. Das funktioniert. Schaumbad. Extra Schaum. Ja, Ich wünschte, es gibt hier echt eine Hotspot-Taste, dass ich halt sagen kann, oh, was habe ich denn übersehen? Ja, manche Sachen sind echt fies versteckt. Ich sag nur Wurm. Der Wurm war echt versteckt. Den konntest du echt nicht sehen. Der war dann hier genau irgendwo so in dieser Ritze. Ich sehe durch. Geh halt hier in die Gasse. So, erstmal hier vorbei, weil ich glaube nicht, dass ich da auf den Dächern noch was machen kann. So, gehst du da rein. Moin, hast du zufällig Streichhölzer? Ölpacken, was Kolpen? Kasten Alchemie hast du nicht. Oh, ein Blasebalg. Es wimmelt geradezu von Möglichkeiten. Hihihihi. Das funktioniert nicht. Och, komm. Das funktioniert nicht. Nimm den mit. Das funktioniert nicht. Ja. Ach, wo krieg ich Streichhölzer her? Osama, Rizwind. Diese Scheißgewohnheit immer mit Doppelklick. Was? Stell weg, bevor das Ding. Ja, genau. Und ich sage, stell weg, bevor sich das Ding hier irgendwo wieder in die Luft jagt. Ausgang. Ja, halt immer so dieses Doppelklick. Park. Hier ist immer noch nichts, ne? Nee, Lampe kann ich auch nicht anzünden. Nee, okay. Straße? Oh!
Was? Oh nein, worum geht's diesmal? Oh, also... Hey da! Potzblitz, das ist sehr einfallsreich. Da scheint einiges passiert zu sein. Ich muss dir dafür danken. Das Geschäft blüht. Bestimmt hältst du den Markt ganz schön in Trab. Er kommt gewissermaßen sprunghaft voran. Ich versuche, dem Geschäft auf die Beine zu helfen. Oh nein. Alle halten es in beruflicher Hinsicht für sehr vorteilhaft. Denk nur an die eingesparten Schuhkosten. Es überrascht mich, dass man dich hier in Ruhe lässt. Normalerweise werden keine Bettler an diesem Ort geduldet. Haben die Stadtwächter nicht versucht, dich von hier zu verscheuchen? Nein, nein. Ich habe darauf hingewiesen, dass ich hier festsitze. Lass mich raten. Es ging dir darum, in einen größeren Markt einzusteigen, wie? Habe ich jetzt mehr Berechtigung, ein Bettler zu sein? Nein. Jetzt hast du nur kein Bein mehr, auf dem du stehen kannst. Oh, ich verstehe. Nun, ich werde über das Problem nachdenken. Ja, versuch mal auf eigenen Beinen zu stehen. Oh Gott. So, seid ihr mal fertig? Oh, Sache. Hey, warum weisen die Armlehnen Riemen auf? Das funktioniert. Bist du jetzt fertig mit dem? Es tut überhaupt nicht weh. Weit aufmachen. Was? Was? Es tut überhaupt nicht weh. Weit aufmachen. Ah, meine... Sekunde, Schatz! Es tut überhaupt nicht weh. Weit aufmachen. Ja, Schatz! Es tut überhaupt nicht... Oh Mann, das... Schnell weg hier. Das ist ja... Fischhändler. Toilette. Nee, war hier die Toilette? Ja, hier war das Scheißhaus. Lampe. Ich weiß nicht, ob offenes Feuer an diesem Ort eine gute Idee ist. Schmein. Nein, ich kann es nicht bewegen. Nein, du sollst doch einfach nur... Oh, Behälter? Nein, da sehe ich nicht hin. Also, ja. Es ist mir gleich, was in der... Ach, komm. Bisschen für, guten Stuhl. Okay. Ist jetzt aber nicht zufällig noch irgendwas? Okay, gut. Nein, verschwinde ich eben. Na, jetzt. So, in die Ecke. Kann ich jetzt gleich dadurch? Versuch später noch. Und wahrlich wieder brüllen die 10 heiligen Namen der verbotenen Dämmerung. Nein, die 9 heiligen... Halt's Maul! Oh, muss man sagen, ne? Die Animationen, Zeichnungen alles, Worldbuilding. Es ist so gut. Gut, ich möchte hier nicht wohnen wollen, aber... So... Ich glaube, niemand will freiwillig in Agmorpork leben. Das... nein. Schatten? Ich brauche einen sehr guten Grund, um die Schatten aufzu... Die Schatten? Ja, das hatten wir bereits. Das hatten wir... Danke. Emma Kehrt? Danke. Platz? Oh, was ist denn hier los? Oh, Kro. Ist alles in Ordnung mit ihm? Hat Malaria. Malaria? Ein vergifteter Pfeil steckt in ihm. Achte einfach nicht auf ihn. Was ist denn ein Pfeil? Bestimmt will er mit dem Ding nur die Aufmerksamkeit von Frauen erregen. Wahrscheinlich gefällt's ihm. Das glaube ich kaum. Er würde sich bestimmt beschweren, wenn ihm der Pfeil nicht gefiele. Es geht mich ja nichts an. Aber ist mit eurem Freund alles in Ordnung? Ist von einem Moskito gestochen worden. Passierte bei der Suche nach einem Schatz. Ja,
Nach einem Nickerchen fühlt er sich bestimmt besser. Ist das da irgendwo der Fall oder ist das halt der offene Mund, der so... Ja gut, dann... Dem geht's gut. Alles kein Ding. So, haben wir hier jetzt was Neues? Okay, haben wir nicht. Sei okay. Still und setz... Ich will aber nicht. Blöde Kuh. Piss mich. Nein, mach das. Jedes Mal. Okay. Hier ist immer noch nichts. Ubirim, Trichter, Maschine, Fliegen. Hühner. Hühnermotor? Ja, Hühnermotor. Das funktioniert nicht. Ah, hier kann ich auch nichts wegnehmen. Kann ich vielleicht? Das funktioniert. Okay, Das funktioniert. Schade. Ich bin kein Kart. Ja, ist ja gut. Bisschen Feuerwerk. Das funktioniert. Okay. Alter, das müssen ja irgendwann mal hier solche Arnold Schwarzenegger Hühnchen dann werden. Fette Muskeln am Bein.